Der Kosmetikriese Sephora wurde zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Dollar verurteilt, weil er seine Kunden nicht über den Verkauf ihrer Daten informiert hat. Im Rahmen des vom kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonte verkündeten Vergleichs erklärte sich Sephora bereit, 1,2 Millionen Dollar Strafe zu zahlen und Auflagen zu erfüllen, wie ZB. Mechanismen für Verbraucher bereitzustellen, die dem Verkauf ihrer personenbezogener Daten widersprechen wollen. Er wies darauf hin, dass Verbraucher ständig online verfolgt werden und viele Anbieter Drittunternehmen erlauben, Tracking-Software auf ihren Websites und Apps zu installieren. Auf diese Weise können Drittanbieter alle möglichen Daten überwachen. Im Fall von Sephora könnten Dritte zum Beispiel sehen, ob ein Kunde ein MacBook oder ein Dell verwendet, ob er pränatale Vitamine einnimmt, welche Eyeliner-Marke er bevorzugt und sogar seinen genauen Standort. Bonta warnte: Ich hoffe, dass der heutige Vergleich eine deutliche Botschaft an Unternehmen sendet, die sich immer noch nicht an das kalifornische Datenschutzgesetz halten. Mein Büro beobachtet Sie und wir werden Sie zur Rechenschaft ziehen.